Wird ein bisschen lang jetzt die Erklärung, aber das muss ich euch erklären. Und ich natürlich bedient wie Sau, ne? Panik und habe ich das Richtige gemacht? Bin ich überhaupt richtig hier? Was passiert? Oh, um Gottes Willen. Also richtig Panik geschoben, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ja die EKGs hier. Was habe ich natürlich gemacht? Meine Schwester ist Arzthelferin. Ich sage, Schatz, du musst mir jetzt helfen. Ansonsten reise ich morgen wieder ab. Guten Tag, liebe Freunde. Der Jalle hier. Schon lange nichts mehr passiert hier auf meinem YouTube-Kanal, also dementsprechend habe ich gedacht, ich nehme mal wieder was Neues auf und diesmal ist es wirklich enorm wichtig. Ich habe seit meinem, ich glaube, 34, 35. Lebensjahr habe ich dritte Zähne. Also das heißt, ich sage immer Oma- und Opa-Zähne dazu, also so was, was man in Glas packen kann. Jetzt ist es irgendwann Zeit geworden, weil ich halt einen sehr, sehr hohen Knochenschwund im Mund habe, was dagegen zu unternehmen. Ansonsten, ja, wird es irreparabel und halt mir vorgenommen, jetzt mal mir eine Zähne machen zu lassen. Kurze Geschichte dazu. In Deutschland war ich hier bei 20 verschiedenen Ärzten, glaube ich, habe mir Angebote geholt. Aber nichts, was ich selbst finanziell, ja, sage ich jetzt mal, was für mich finanziell möglich wäre. Haben gesagt, da geht gar nichts. Sechs haben gesagt, der geht was. Sieben haben gesagt, mit Knochenaufbau. Also es war eine Tortur. Habe ich in der Türkei einen Zahnarzt gefunden, der sich auf sowas spezialisiert. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, schreibst du mit dem mal. Habe mit dem gechattet, habe dem eine Röntgenaufnahme geschickt und der hat mir Mut gemacht, hat gesagt, ey, wir kriegen das hin. Komm vorbei und dann machen wir das. Und das wirklich um fast 50% günstiger wie hier. Jetzt mache ich mich erstmal fertig, räume alles zusammen, mache meine Kamera und alles fertig und dann geht es nachher ab zum Flughafen in den neuen schönen BR. Jetzt ist es fast soweit. Ich mache mich auf den Weg Richtung Flughafen und wollte euch mal ganz kurz noch ein bisschen erklären, wo und was ich so alles machen musste, um in die Türkei einzureisen. Man muss auf jeden Fall 72 Stunden vorher PCR-Test, ansonsten keine Einreise und du musst auf jeden Fall jetzt so einen Schrieb ausfüllen, wo du sozusagen angibst, wann du reist, um diese Nachverfolgung halt besser hinzukriegen. Wir fahren jetzt erstmal los und vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und wenn es euch gefällt, zu teilen. Falls ihr Fragen habt, einfach mal unter die Comments. Falls einer vielleicht von euch dahin will, Interesse hat oder sonst was, fragt mich, weil nach dem Video werdet ihr ja sehen, was da so alles passiert. Zum BER. Meine Familie sagt Tschüss. Ab ins vorgewärmte Auto. Für mich auch eine Premiere. Und wir fahren jetzt zum BER und ich nehme euch mit. Auf geht's. Jo Leute, da kommen wir schon Richtung Flughafen Schönefeld. Also sozusagen, ich wohne ja nicht weit. Insgesamt 20, Viertelstunde, glaube ich, hat sie gedauert. 15 Minuten und ich muss jetzt zum Terminal 1 und 2. Da habe ich mir einen Parkplatz gebucht. Und so sieht der liebe, gute, schöne, nette Flughafen aus, der ungefähr eine Bauzeit von gefühlten 100 Jahren hatte hier bei uns in Berlin. Also, aber jetzt ist er erstmal offen und dann kicken wir mal, wie dort aussieht, wa? Jo, so, angekommen im Flughafen Schönefeld auf dem, im Parkhaus. Oder besser gesagt, BER heißt ja nicht mehr Schönefeld. Also so sieht aus für mich wie so eine U-Bahn-Station oder irgendwie eine Bahnhofstation oder irgendwie sowas, liebe Leute. Ja, Abflug, Departure. Da müssen wir jetzt hier hin. Schauen wir mal. Abflug, da.
So, Sicherheitskontrolle haben wir jetzt passiert. Wie immer den Ronaldo gemacht hier. Ja, meine lieben Freunde, also irgendwie, keine Ahnung, schön ist anders. Es hat ein ganz anderes Flair. Also ich komme mir nicht vor, wie, als ob ich irgendwo hinfliege, sondern, keine Ahnung, wie so im Knast. Ja, auf wie Deutsch gesagt. Also, ich weiß nicht. Hab noch keinen Bezug zu diesem Flughafen. Also da war Tegel und Schönefeld anders. Und dementsprechend ist es hier wie so ein Knast, finde ich. Ja, alles sehr pompös, sehr groß. Überall irgendwelche Marmorsteine, Holzverkleidung. Naja, sowas alles halt. Ja. Check-in vollbracht, Sicherheitskontrolle passiert. Der Flughafen ist dermaßen leer. Also schaut euch das an hier. Keine Menschenseele, bis auf ein, zwei Leute. Die Reinigungskräfte sind hier. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht oder nicht versteht. Also es ist echt ziemlich bedecktes Wetter, obwohl es ist ja hier jetzt 18:35 Uhr. Wir sind sehr pünktlich gelandet. Also viel Regen. Jetzt sitze ich jetzt in meinem Taxi und jetzt fahren wir direkt ins Krankenhaus, soweit ich weiß. Drekastane, die ist nicht mehr. Du Kadarila. Tätig gehabt, ne? Ja, also so sieht das aus. Schönes Auto. Also geben sich Mühe. Ich bin gespannt, was weiterhin passiert. Bin ich hier angekommen in einem Krankenhaus, wo sie mich nochmal checken, weil das Ganze ja unter Vollnarkose stattfinden soll. Und eine Blutentnahme gemacht, ein EKG geschrieben. Ja, und sowas alles halt. Und dementsprechend, ja, bin ich jetzt hier. Jetzt warte ich kurz noch 10 Minuten und dann gehe ich rein. Und ich hoffe, dass ich heute noch was zu essen kriege, weil ich habe Hunger. Und ab 12 darf ich nämlich nicht mehr essen, nichts mehr trinken und keine mehr rauchen. Deswegen muss ich das jetzt ausnutzen. Ja, ich gehe jetzt gleich rein, lass mich untersuchen und dann gucken wir mal, wie es weiterläuft. Das Glück verfolgt mich nach überall hin. Ich bin jetzt angekommen in meinem Hotelzimmer. Wir waren davor, hatte ich euch ja gezeigt, in diesem krankenhausähnlichem Etablissement, sage ich mal, und das war die reinste Katastrophe. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ja, so ein kleiner Schisser bin, was das angeht. Ja, also ich bin da reingekommen, die mussten ja natürlich so ein paar Sachen wegen der Vollnarkose, die ich nicht machen lassen werde, sondern ich werde mich wahrscheinlich nur sedieren lassen. Ja, Blut abnehmen, EKG schreiben, Röntgenaufnahme von der Lunge und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, also ich bin da rein, erstmal wussten die gar nicht, worum es geht. Ja, dann mit dem deutschen Ausweis kommen sie nicht klar. Na, dann haben sie es endlich dann geschafft, dass ich ein EKG schreiben lassen musste. Hab mich also dahingelegt, ich konnte es leider nicht aufnehmen, sonst hätte ich es euch gerne gezeigt. Eine Liege, die, keine Ahnung, nicht meinem Körper entsprach. Ein EKG-Gerät aus Anno 1800, also ich glaube, ich habe zu Hause oder mein iPhone macht ein besseres EKG wie das Ding. Also die haben 20 Minuten gebraucht, bis das EKG funktioniert hat. Ja? Dann kam dieser Mann und sagte, der sich als Arzt ausgab, sagte dann zu mir, haben Sie ein Problem mit dem Herz? Und ich sage, nö, eigentlich nicht. Also nicht, dass ich wüsste.
Okay, dann müssen wir noch ein zweites EKG schreiben. Dann haben sie nochmal ein EKG geschrieben. Hat auch wieder 10 Minuten gedauert. Also absolute Katastrophe, Leute. Ja, und er sagte dann irgendwie so im Nebensatz, naja, dann, sie müssten sich mal kontrollieren lassen. Naja, ich sag, warum? Na, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich sage, sag mal, du bist du Arzt oder nicht Arzt? Er sagt, ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also, okay. Runter zum Röntgen. Erste Röntgenaufnahme, der wusste gar nicht, wie das Röntgengerät hoch und runter geht, kickte mich an, so als ob, hilf mir. Ich sage, ich weiß darüber auch nicht Bescheid. Na, letztendlich hat er ein Röntgenbild gemacht, oh, die Hälfte ihrer Lunge fehlt hier, wir müssen nochmal machen. Und das mit so einem Typen wie mir, ja, der sowieso schon Schiss hat vor der ganzen Kacke. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, so also haben wir das auch gemacht. Röntgen gemacht, Blut abgenommen. Blutabnahme war top. Also ich habe nichts gemerkt, das war wirklich sehr, sehr gut. So, dann bin ich zu meinem Hotel, ich sage guten Tag, der und der, klar, kein Problem, herzlich willkommen, super, klasse, wunderbar. Ihr Zimmer 405, vierte Stock. Ich sage, perfekt, wo ist der Fahrstuhl? Der geht nicht. Ich sage, was? Der geht nicht. Der funktioniert morgen wieder. Ich sage, warum das denn? Ne, der muss gewartet werden und heute ist keiner da. Und ja, sie müssen vier Treppen laufen. Ich natürlich mit dem schweren Koffer, war ja keiner da, der hochschleppt. Okay, ich hier hoch natürlich, klar. Erstmal Nebenluft gezogen, verständlich. Wird ein bisschen lang jetzt die Erklärung, aber das muss ich euch erklären. Und ich natürlich bedient wie Sau, ne? Panik und habe ich das Richtige gemacht? Bin ich überhaupt richtig hier? Was passiert? Oh, um Gottes Willen. Also richtig Panik geschoben, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ja die EKGs hier. Was habe ich natürlich gemacht? Meine Schwester ist Arzthelferin. Ich sage, Schatz, du musst mir jetzt helfen. Ansonsten reise ich morgen wieder ab. Weil, wie gesagt, er hat mich so durcheinander gebracht mit seiner Aussage. Ich sage, da muss irgendwas passieren. Also, sie hat sich dann darum gekümmert. Habe ich gesagt, Schatz, alles gut. Brauchst dir keine Sorgen machen. Nichts Weltbewegendes. Scheint irgendwo ein kleiner Knick drin zu sein. Kann aber sein, dass du scheiße gelegen hast oder irgendwas nicht richtig aufgenommen hat. Also, mach dir keine Sorgen. Ich also bei dem Typen angerufen, der mich hier betreut. Habe ihm das alles erklärt und absolut fein, muss ich ganz ehrlich sagen, bis dato hoffe ich, dass sich das bewahrheitet. Also so wie sich das Klinikteam von Alpha Dental, also der Zahnklinik, wo ich jetzt bin oder morgen hinfahre, sich um einen kümmert, ist top. Er hat dreimal angerufen, hat gesagt, wir gehen dem Ganzen nach, machen sich bitte keine Sorgen. Sie haben morgen jegliche Möglichkeiten zu fragen, zu sprechen, Fragen zu stellen, egal in welcher Hinsicht. Machen Sie sich keine Sorgen, kommen Sie erstmal runter, kommen Sie erstmal an. Versuchen Sie sich zu beruhigen, schlafen Sie, wir holen Sie morgen um 7:45 ab und dann geht's in die Klinik. Also jetzt, das war der erste Tag, die Anreise. Liebe Freunde, jetzt zeigt mir nochmal schnell was zu essen bestellt. Ja, so viel zum Thema Zahntourismus. Also Hotel und Krankenhaus war schlecht und ich hoffe nur, dass morgen alles besser wird. Ich versuche euch mitzunehmen, ich kann euch das natürlich nicht versprechen, wie es da ist. Und ich zeige euch jetzt mal meine Aussicht hier. Ja. Ihr seht eine schöne Moschee hier vor mir und dann das natürlich, ne? Ein super historisches Teil hier und dann Achtung, Schalltankstelle. Aber nicht so schlimm. Also ihr seht, hier ist es echt schön. Ja? Also, und wenn ich jetzt mal so runter, auch nicht, fällt mir die GoPro nicht aus der Hand. Also Leute, Zimmertour schnell, da, Bett, Fernsehen, WC, reicht auch. Aber morgen geht es dann weiter. Ich lege mich jetzt erstmal ins Bett, warte auf mein Essen und dann drückt mir die Daumen.